Wir sind für euch in Oberwil und zwar im Château de Forêt in der Brauerei. Nein, Pascal Riff, tun wir schnell auflösen. Wo sind wir genau? Wir sind in der Brauerei von der Brauerei Genossenschaft Waldschlössli. Ein historischer Name, der nicht mit Feldschlössli zu tun hat, sondern eine Brauerei, die 1833 gegründet worden ist in Oberwil und 1915 Konkurs gegangen ist. Und wir haben dann 100 Jahre, nachdem sie Konkurs gegangen ist, im 2015 haben wir sie wieder gegründet und haben den historischen Namen eben Waldschlössli übernommen. Wir. Wer sind wir? Ich sehe hier eine Truppe, die richtig genüsslich am Brauen ist. Ja, als Mittwille haben wir über 200 Genossenschaftsscheine können verkaufen von unserer Genossenschaft. Wir sind 12 Gründungsmitglieder gewesen, die das gegründet haben im 2015. Und der Urs, den ihr noch kennenlernen und ich, wir haben die Idee mal gehabt, während einer Physiotherapiestunde. Und dann haben wir gesagt, so, das machen wir jetzt. Wir machen Nägel mit Köpfen, ein Bier trinken und haben dann die Idee können umsetzen mit eben diesen anderen 10 Gründungsmitglieder. Okay, dann habe ich festgestellt, als ich hier reingekommen bin, die ganze Geschichte ist eben nicht so einfach. Jetzt gehen wir schnell gerade zum Urs hindern. Urs, da braucht man viel Geduld, man braucht Ruhe. Es ist wirklich eine Passion, oder? Also, das macht nicht Job um und innerhalb von 2 Stunden ist das Bier durch. Es braucht Zeit und man kann die Zeit eigentlich nicht einschränken. Also, das Ganze braucht etwa rund 6 Stunden, bis man so eine ganze Braueinheit gemacht hat. Und abkürzen gibt es nicht. Wenn man abkürzt, dann nimmt man die Qualität weg. Wie bist denn du in das Metier reingekommen? Weil eben, man muss ja das ins Gespür kriegen, nebst den Zeiten, die man einhalten muss. Wir haben einmal zusammen einen Kurs besucht. Das war ein eintägiger Kurs gewesen. Und ich komme ursprünglich vom Labor, vom Arbeiten her. Und dann hat sich das ein bisschen verbunden. Und ich will immer mal ein Wein oder Bier herstellen. Und dann ist das so entstanden. Okay, wie ist es denn entstanden? Bist du mit dem Pascal zusammengesessen? Sind ihr alle 12 zusammengesessen? Hast du irgendein Tröpfchen drin? Wie macht man den Geschmack vom Bier? Also wir arbeiten nach Rezept. Also, Entschuldigung, euren Geschmack. Euren Geschmack, wie geht das? Wir haben ein Rezept, also wir haben, es gibt so Lieferanten, die ein Brauprodukt liefern. Und von dort haben wir ein Rezept ausgewählt, das wir haben gefunden, mit dem wollen wir arbeiten. Und das haben wir jetzt eigentlich nach unseren Räumlichkeiten müssen anpassen. Also wir haben Lutherzeit, also alles auf die verschiedenen Phasen haben wir angepasst, was bei uns möglich ist und was eigentlich auch die Werte angeben. Es gibt gewisse Werte, die definieren, wie ein Bier entsteht, geschmacklich und vom Alkohol her. Und das haben wir jetzt eigentlich so adaptiert, dass wir es einigermaßen standardisiert gleich herstellen. Wunderbar, dann probiere ich gerade noch schnell hier rüber zu gehen. Was ist denn jetzt eure Aufgabe hier? Ich sehe, ihr seid am Mischeln. Er hat gesagt, ihr seid Laborant. Wer bist du? Ich bin der Rolf. Der Rolf und du? Isabel. Isabel, also was sind ihr hier am Bröseln? Wir testen gerade unser Rohprodukt, ob noch Stärke vorhanden ist. Und dann wird, also das ist schon definiert mit der Menge, oder wie? Jawohl, weil wenn die Stärke noch da ist, haben wir gerade eine Kontrolle. Jawohl, es ist unsere Qualität des Rohprodukts stimmt. Wenn wir es dann aber im Kochtopf hinein, sollte dann irgendwann keine Stärke mehr sein, sondern nur noch Zucker. Das ist unser Problem im Moment. Okay, so, also, da haben Sie mitgekriegt, Brauen ist wirklich eine grosse Kunst und sie wird hier in Oberwil, wie sagt man das, bis zum Detail ausgelebt und geliebt. Anteil scheint sie nämlich ja immer noch unterwegs und kommen vor allem mal vorbei an einem Samstag. Mitgekriegt, es gibt sogar noch Seniorengruppen, es wird die ganze Zeit braut hier. Also, vorbeigehen, reinschauen und die Herren geben Auskunft.